Capture 3. Was ist das? Was schon wieder? Wow, die Augen leuchten. Ja gut. Ich stehe zwar auf Horror, aber es fängt auch noch alles an zu flackern. Wir bleiben jetzt mal stehen und gucken, wie lange es dauert, bis es richtig flackert. Allzu lange dürft. Ja gut, es wird dunkler. Ne, wir gehen weiter. Okay. Weiter. Ich bin gespannt. Wow, Kruzifix. Ein Altar. Warum habe ich 2 Punkte bei mir? Jetzt sind wir schon wieder beim Kruzifix. Was ist das? Jetzt sind die Augen da oben geblieben. Das kann nichts Gutes bedeuten. Da stehen Kerzen rum. Da hinten ist wieder zu. Gehen wir hier nach oben. Da ist auch wieder alles verschlossen. Hä? Hello. Boah, diese Geräusche. Irgendwo muss noch so eine Maschine sein, denke ich mal. Aber hier ist alles zu, ich komme nirgendwo weiter. Ja. Da ist auch immer noch alles zu. Da ist alles zu.
Da wird mir überall das Gleiche gesagt. Irgendwo muss es doch was geben. Geht's auch nicht nach unten weiter? Dieses Klackgeräusch, wenn ich dort bin. Das macht mich stutzig. Wir bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Irgendwas muss doch passieren. Aber passiert nichts. Bei der... Ach, hier oben geht's... Ah! Was war das? Irgendwas ist aufgegangen. Aber was? Da ist eine Maske. Hallo, creepy Maske. ja. Gut. Dieses Spiel bekommt die Altersfreigabe ab 18 Jahren. Denn kleine Kinder werden sich in die Hose machen. Ist jetzt da hinten offen? Hier ist immer noch zu. Da steht jemand mit einem Sack über dem Kopf. Hey, wo muss ich denn jetzt hin? Da hinten war ich doch jetzt schon. Oder muss ich die nochmal betätigen?
Nee, habe ich schon. Hä? Ich habe mich jetzt total bekloppt im Kopf. Oder ich habe mich ernsthaft hier drin verlaufen. Ih, was ist das denn? Da waren wir doch schon. Da drin waren wir auch schon. Gottchen! Fetzt mir doch nicht mein letztes Hirn weg! So, jetzt gehen wir zum Maskenmann. Wo ist der hin? Was haben wir schon betätigt? Stopp, der war hier unten. Ah, hier ist auch weg. Jetzt? Was ist das? Alles klar. Ja. Genau. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Albträume habt, nicht mehr schlafen gehen. Ich brauche das auf Deutsch. Ich hoffe, die bringen das nochmal auf Deutsch raus. Was mache ich denn dort im Bett? Sieht voll merkwürdig aus. Okay. Hilfe! Okay. Nightmare.
Was auch immer hier steht, ich glaube nicht, dass das irgendwas Gutes ist. Ach, der durfte wohl irgendwie dann nach dem Albtraum zu Mama und Papa ins Bett. Okay. Okay. Thanks to the nightmare.